Al-Qawa'id al-Fiqhiyya ist eine eigene Wissenschaft, eine separate Wissenschaft. Sie handelt um allgemeingültige Prinzipien des Fiqh. Was heißt das? Also was ist dann der Unterschied zwischen dem Fiqh und diesen Al-Qawa'id al-Fiqhiyya? Die Al-Qawa'id al-Fiqhiyya sind sozusagen formulierte Gesetze, aber sie unterscheiden sich von den Gesetzen des Fiqh. Wenn wir nämlich im Fiqh studieren, dann studieren wir meistens sehr präzise Angelegenheiten, einzelne Fälle. Wenn wir zum Beispiel sagen, beispielsweise die Qibla, die Richtung Qibla zu stehen, ist eine Bedingung des Gebets. Die Reinheit ist eine Bedingung des Gebets. Das und jenes annulliert die Gebetsreinheit. Und so weiter. Das sind einzelne, sehr präzise Aussagen. Die Al-Qawaid al-Fiqhiyya, das heißt die Prinzipien des Fiqh, sind aber viel universeller. Das sind formulierte, allgemeingültige Gesetze, die nicht nur ein Thema betreffen oder ein Kapitel, sondern meistens übergreifend sind. Also sie handeln über verschiedene Kapitel, über verschiedene Bereiche des Fiqh oder des islamischen Rechts. Das sind die Al-Qawaid al-Fiqhiyya.